trident, the bow and arrow, the axe, the great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You two. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limit, can't change his spots. You know nothing about me. And the casualty of war. Don't! Go, Nato! Yo! Bist du okay? Ich glaub schon. Oh, shit. Wo sind wir? Keine Ahnung. Aber immerhin stehen wir nicht unter Beschuss. Hoffentlich gibt es einen anderen Weg raus. Jawohl.
Den gibt es wohl, den Weg. Was glaubst du, was das im Boden eingeritzte Ding ist? Nichts Gutes. Siehst du die Kanäle? Die waren wohl kaum für Wasser. Au. Die Wand kommt mir suspekt. Habe ich keine Granate. Hier oben. Ich glaube, hier ist der Weg. Okay. Da vorne ist Licht. Ja. Arme Schweine. Keine Ahnung. Ich würde lieber in einer Zelle verrotten, als gefoltert zu werden. Merke ich mir. Und wie kommen wir hier jetzt raus? Schau nach oben. Oh, du hast recht. Hörst du das? Ja. Ja, da ist der Aquädukt. Ja. Hier oben, ein Durchbruch. Ach, die Sau. Das Auge von Shiva. Sehr beeindruckend. Mein Mann war eine Woche dran und hat nichts entdeckt. Tja, das scheint dann wohl der falsche Experte zu sein. Mag sein. Weißt du, ein Hoysala-Dichter schrieb einmal über einen jungen König, der Gnade zeigte und dadurch unsere Rituale beendete. Aber die alten Könige, die wussten, Fortschritt verlangt Opfer. Erzählst du das denn, Männern? Na schön. Also, zu Kriegszeiten war das Wasser in diesen Aquädukten in der Hauptstadt rot gefärbt. Die nicht kämpften, mussten als Inspiration dienen für jene, die es taten. Okay, Mann. Los, beenden wir es.
Gib mir meine Scheibe zurück. Na los doch. Das war wohl nicht. Bist du jetzt stolz? Ein bisschen, ja. Komm schon. Du machst es mir leicht. So langsam. Shit. Weißt du, um ein Volk anzuführen, musst du erst Chaos säen. Warte. Ich werde einen Bürgerkrieg anzetteln und die schwachen Nachkommen des jungen Königs vernichten. Und mit dir vernichten. Ich bin geil, Nadine. Ich hab keine Ahnung mehr. Fraser, schnapp ihn dir! Scheiße! Alles okay? Ja. Glaub schon. Hey, ganz langsam. Du hast fast eine halbe Stunde weggetreten. Eine halbe Stunde? Ja. Oh, shit. Shit, Asaf hat die Scheibe. Langsam. Oh, wir müssen los. Hey, ganz ruhig, okay? Glaubst du, du schaffst es? Hatte schon schlimmere Nächte, glaub mir. Ich frag lieber nicht. Schön, dass du wieder da bist. Ihr seid jetzt zu zweit, richtig? Ja. Okay. Holen wir uns unsere Scheibe. Und ein paar Waffen. Und ein paar Waffen. Ich möchte dir noch sagen, du hattest recht mit Asaf. Ich meine, er sieht so bescheiden aus. Nicht wahr? Genau das will er auch erreichen. Ich bin mir sicher, dass seine Brille nur Dekoration ist. Damit er harmlos oder intelligent aussieht. Beides. Aber er ist intelligent. Er war Arzt, bevor er hiermit anfing. Also hat er eine lukrative Arbeit hinter sich gelassen. Bin mir sicher, dass er dachte, dass er das einzig Richtige tut. Hey. Bist du sicher, dass du weitermachen kannst? Klar. Klar. Du musst es nur eine Weile langsamer angehen lassen. Das klingt so. No Foto. Ups. Entschuldigung. Das Tor. Wir haben es geschafft. Fraser, zum Tor geht es da lang. Ja, eine Sekunde. Ich will einen letzten Blick auf diesen Ort werfen.
Okay. Dann lass uns das Ding mal öffnen. Holy shit, yeah. Halt ich mir ein heiliger Stier. Das ist Nandi, Shivas Torwächter. Das muss der Eingang zur alten Hauptstadt sein. Den müssen die Aquädukte freigelegt haben. Yep. Oh, Scheiße. Asaf ist schon auf dem Weg rein. Okay, dann nichts wie ab da runter. Komm. Nein. Was meinst du mit Nein? Sam Drake. Nein. Sam. Der Experte ist Sam Drake? Ja. Yeah. Scheiße. Weißt du was? Das ist fantastisch. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nadine. Was? Was? Sam ist der eigentliche Grund, wieso wir überhaupt hier Nein, sind. Nein, sag, dass das ein Witz ist. Das war mein Deal. Sam ging voraus, um für mich nach der Scheibe zu forschen. Aber dann verschwand er und ich konnte nicht du einfach zurücklassen. Du kannst meine Vorgeschichte mit Sam und hast mich mit reingezogen? Deine Vorgeschichte mit Asaf machte dich zur perfekten... Au. Halt dich bloß nicht zurück. Pass bloß auf. Weißt du was, Nadine? Das ändert gar nichts. Du bekommst trotzdem deinen Anteil. Ja? Oder vielleicht serviert ihr mich ab, sobald ihr den Zahn habt, du und Sam. Komm schon, Mann, so arbeite ich nicht. Das ist genau die Art, wie Leute wie du arbeiten. Dass ich dir vertraut habe. Hör zu. Ich wollte dir von Sam erzählen. Ich schwör's, ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet, um... Okay. Etwas Bewegung tut mir gut. Scheiße. Du gelaufen, ne? Ich gehe lieber nach.